Und damit herzlich willkommen zu Angespielt mit eurem Didi. Ja, wir knöpfen uns heute Alien Isolation vor, das am 7. Oktober jetzt erschienen ist und ja, das vom Hause Sega kreiert worden ist. Ja, endlich wieder ein richtiges Horrorspiel. Nicht so wie Alien Colonial Marines, das einfach nur sinnlos Geballer war, bis auf zwei Missionen, die richtig gut waren, aber der Rest war einfach nur sinnloses Geballer. Ja, und deswegen freue ich mich endlich mal wieder ein richtiges Horrorspiel zu haben, wo wir einfach nur ums Überleben kämpfen werden. Ja, zur Story will ich nicht so viel verraten. Also man hat natürlich schon viele Infos gelesen und die ganzen E3-Trailer, auf der Gamescom die ganzen Trailer sich angeguckt wahrscheinlich. Wir spielen auf jeden Fall Amanda Ripley, die Tochter von Elaine Ripley vom ersten Alien-Film. Ja, das ist eigentlich so, was ich euch nur erzählen will, weil ich will euch nicht alles erzählen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal direkt an mit der Story. Ja, ich habe die Ripley-Edition, habe ich bekommen. Und zwar, also habe ich mir geholt, nicht bekommen, ich habe sie mir geholt. Dabei waren noch zwei DLCs dazu, und zwar Besatzung ersetzbar. Dort spielen wir nämlich die Crew aus dem ersten Alien-Film. Wir spielen quasi eine Filmszene nach aus dem ersten Alien-Film. Und dann gibt es noch einmal die letzte Überlebende. Das ist, da spielen wir Elaine Ripley, wie sie als letzte Überlebende vor den Alien flüchten möchte. Oh, was ist das? Egal. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Überlebensmodus. Da, wo man halt einfach nur überleben muss, so lange wie es geht. Wurde auch schon im Trailer gezeigt. Ja, aber wir fangen jetzt mit der Hauptkampagne an und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir spielen, ja, Spiel starten bitte. Immer noch eine Herausforderung, die sich aber meistens meistern lässt. Ja, wir brauchen Mittel, ne? Wir wollen natürlich nicht so easy haben. Bewegen Sie den Schieber, bis das so passt schon. Wir spielen übrigens, also ich spiele übrigens auf dem PC mit einem Xbox-Controller. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nee, das heißt, oh, du spielst ja die Xbox-Version. Nein, ich spiele den PC. Auf der PC. Ich spiele die PC-Version. Mann! Heute viele Versprecher, meine Güte. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist
Eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Ah, okay, ich glaube, wir sind jetzt im Spiel. Und wir wachen gerade aus unserer Schlafkapsel aus. Ja, wir sind jetzt im Spiel. Ja, wer es vielleicht bemerkt hat, die Durchsage ganz am Anfang, die war noch aus dem ersten Alien-Film. Und zwar kurz vor Ende. Das hat nämlich die Elaine Ripley nämlich durchgesagt. Also auf jeden Fall, wer den ersten Alien-Film noch nicht geguckt hat, so gucken, es lohnt sich. Beziehungsweise auch wie alle anderen Alien-Teile, es lohnt sich einfach. Ja, wir sind jetzt Amanda Ripley und wir suchen halt unsere Mutter, die ja verschollen ist. Und wir haben jetzt halt den Flugschalter gefunden, ja. So, hier sind diese Schlafkapseln, wo sie halt eben geschlafen haben, die ganze Zeit über, bis dann jetzt hier angekommen sind, so. Und wir sollen jetzt anscheinend uns eintragen. Dann machen wir das mal. Oder anmelden, ja. Erkunden Sie die Torrents. So, dann machen wir doch mal, ne? Ah, hier ist so ein... Oh, wie heißen die? Ich komme jetzt nicht... Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Na, ist auch egal. Ziehen Sie sich an. Ja, gut. Machen wir doch mal. Haben wir irgendwo Klamotten, oder... Ich muss schon sagen, die Grafik sieht echt hammermäßig aus. Dieses einzelne Detail, schön. Na, ja, das ist... Man fühlt sich echt schon wie in den Alien-Filmen. Das ist, hier sind diese Gänge, die angehen, wenn jemand durchgeht. Also die Lichter gehen an. Einfach nur schön. So, was habe ich denn jetzt hier? So, ich drücke mal Back. Das ist ein Controller. Ah, ich bin so auf dem richtigen Weg. Das zeigt mir die Karte an. Okay, sehr interessant. Und anscheinend bin ich auf dem richtigen Weg. So, was haben wir hier noch? Y passiert nichts. B auch nicht. A auch noch nicht. X auch nicht. Okay, wenn wir den rechten Stick reindrücken, können wir uns drucken. Laufen ist klar. Linker Analogstick. Steuerkreuz passiert nichts. Okay, die RT-Tasten auch nicht. LB. Ah, mit LB gedrückt halten können wir seitlich zu Seite gucken. Das wupp. Und RB, was ist das? Okay, passiert nichts, okay. Dann suchen wir mal unsere hübschen Klamotten. Hier anziehen. Ah, hier. Dann gucken wir nochmal um. Benutzen. Was steht denn hier? Achso, kann ich den Fernseher ein- und ausmachen. Suche. Gegenstand aufnehmen. Suche Impfstoffpistole. Oh, nehmen wir die gleich mal mit, ne? Alles mitnehmen. Egal. Finden Sie Baupläne und Gegenstände aus, den gesammelten Komponenten zu basteln. Ah, cool, man kann ja auch craften. Was ist das? Oh, Achievement, Errungenschaft freigeschaltet, Unglückszeugnis. Privates Terminal. Okay, das will ich jetzt nicht durchlesen. Ich lasse es mal ein bisschen laufen, damit ihr euch das durchlesen könnt. Weil das dauert sonst ein bisschen zu lange, tut mir leid. Los hier. Telefon. Ah, hier kann man das Spiel speichern, okay. Wir wollen jetzt aber noch nicht speichern. Suche.
Ein Sensor, okay. Ah, kann meine Füße sehen. Okay, die Laufanimation ist natürlich, ne, man guckt ja nicht so auf den Boden die ganze Zeit, ne? Also das ist ja jetzt nicht so wichtig. So, anziehen. So, Ziel abgeschlossen, ziehen Sie sich an. Gut. So, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder zurück. Hier sind auch so kleine Schlafkabinen, wo man sich ausruhen kann, anscheinend. Hier ist eine Tasche. Anscheinend sind wir gerade unterwegs und zur Nostromo. Wie der schon gesagt hat, eine. So, wo muss ich denn jetzt hin? Speichern, speichern. Okay, da bin ich ja gerade hergekommen. Ah, okay, ich muss... Sprechen Sie mit Taylor. Genau, Taylor. Dann gehen wir mal zu Taylor, ne? Ich muss schon sagen, grafisch haben sie sich echt Mühe gegeben. Das muss man echt mal sagen. Das ist ja auch schon in den Trailern und so gewesen. Aber man hat ja gemerkt, bei der Demo von Colonial Marines, dass die sah zum Beispiel besser aus als das Originalspiel nachher. Und deswegen, ja. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sie haben geschlossen, sprechen Sie mit Taylor. Was gibt's denn heute zum Frühstück? Müsli, wie immer. Na gut, wenn man aus dem Überschlaf kommt, ne? Also erstmal einen schönen Kaffee und dann erstmal ein schönes Müsli. Ja, hier ist die Küche. Das ist alles sehr schön detailliert hier. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Koffein, irgendwas? Kaffee? Terminal zugreifen, kann man da mit zugreifen? Ah, jetzt sind Passagiere Samuels, Christopher, Replay, Amanda. Achso, Samuels, Christopher, Replay, Amanda, Taylor, Nina. Ah, okay. Damit können wir anscheinend so auf kleine Daten des Schiffes so zugreifen anscheinend. So bin ich jetzt hier richtig? Hoffe ich, ja. Nein, natürlich nicht. Ja, sprinten können wir irgendwie noch nicht, glaube ich. Wir sollen ja auch das Schiff erkunden. Ganz lässig. Ja, hier bin ich richtig. Rauch. Kommt der Rauch aus den Schächten? Okay. Hier ist so eine kleine Praxis. Hier ist so eine Art Station. Die hier in ersten Ecken. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Das ist ja schön. Wir können jeden gebrauchen. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Ich folge ihn einfach mal. Der wird mir schon den richtigen Weg zeigen. Ah, hier sind diese Astronautenanzüge. Und wie schön das hier aussieht. Dann geht doch mal weiter. Die Tür ist auch schon offen.
für die zugreifen? Na gut. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Wahrscheinlich eher das, ja. Errungenschaft erwacht. Da ist sie ja, die Nostromo. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut.